schickt sie zurück ins Vergessen. Geschafft. Hoffentlich wurde die Galerie nicht zu schwer beschädigt. Folgt mir. Sternen. Seht euch die mittlere Säule an. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so etwas verbirgt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Des Schlüsselmachers. Ich hatte sie anders in Erinnerung. Jetzt verstehe ich, warum es uns nie gelang, die Tore zu entriegeln. Ihre Macht entstammt dieser arkanen Helix. Erstaunlich! Da die Helix nun frei liegt, können sich diese Tore wieder öffnen. Anfangs vielleicht nicht alle, aber genügend, um einen Großteil Tamriels zu erreichen. Für euch stellt sich jetzt die Frage, wohin zuerst? Ist das zu fassen? Seht euch nur um. Da diese arkane Helix nun frei liegt, knistert es in der Kammer regelrecht vor Magie. Die Galerie des Schlüsselmachers ist zum Leben erwacht. Und ich glaube, ich weiß auch endlich warum. Euretwegen. Die Lage in Tamriel ist düster. Krieg wütet in Cyrodiil. Dädrische Fürsten intrigieren. Drachen reiten auf den Winden von Elsweyr. Die zweite Ära braucht einen Retter. Ich glaube, die Galerie, vielleicht auch der Adamantturm selbst, hat euch dafür ausgewählt. Die Galerie des Schlüsselmachers hat Türen in jeden Winkel Tamriels geöffnet. Orte, von denen ich vermute, dass sie dringend den Beistand eines Helden brauchen. Die Entscheidung liegt bei euch. Doch wohin auch immer ihr gehen mögt, das Abenteuer wartet sicher bereits auf euch. Mögen euch die Sterne behüten. Und? Habt ihr beschlossen, wo es hingeht? Welche Region der Welt gefällt euch? Nicht jeder kann binnen eines Wimpernschlags von einem Ende Tamriels zum anderen gelangen, wisst ihr? Das ist ein ziemlich großes Geschenk. Es ist ein wenig überwältigend, nicht wahr? Ganz Tamriel erstreckt sich vor euch. Wir könnten mit den politischen Überlegungen beginnen. Drei große Allianzen ringen um die Kontrolle von Cyrodiil. Interessiert euch das Schicksal von Pakt, Bündnis oder Dominion? Hervorragend! Ihr könntet nach Stros Mekkai im Dolchsturzbündnis, auf eine Insel namens Kenatis Rast, auf die das Altmeri-Dominion den Blick gerichtet hat,
oder in die Domäne des Ebenherzpakts reisen. Ich kann es euch nicht verdenken, die Intrigen zwischen den Provinzen sind die Grundlage meiner ganzen Gilde und selbst ich finde sie nach einer gewissen Zeit ermüdend. Ich schätze, das erweitert die Möglichkeiten etwas. Nun, wie ich schon sagte, sprießen die Bedrohungen für Tamriel überall wie Pilze aus dem Boden. Würdet ihr lieber Zeit mit Elfen wie mir, den Khajiit von Elsweyr oder Menschen aus dem Norden und dem Süden verbringen?